Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Herr, die Woche beginnt und ich möchte in diesem Gebet, in dieser Zwiesprache, zurückschauen auf die letzten drei Sonntage, auf die Evangelien, die wir gehört haben. Vor zwei Wochen also, das ist der erste Sonntag, auf den ich kurz schauen möchte, haben wir das Gleichnis vom guten Hirten gehört. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wir betrachten dieses Gleichnis, Herr, und sind dir dankbar, dass du als guter Hirt uns begleitest auf unserem Lebensweg, dass du als guter Hirt uns beschützt, dass du als guter Hirt uns den Weg weist. Du bist die Tür, zu der wir in den Schafstall kommen. Du bist die Tür, zu der wir ins Heil kommen. Den Sonntag darauf haben wir eine zweite Bildrede gehört. Ich bin der Weinstock, mein Vater ist der Winzer. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweigen. Ein Gleichnis, mit dem du uns mit dem Vater in besonderer Verbindung bringst. Der Vater als Winzer, der darauf achtet, dass die Reben gedeihen, der all das, was stört, wegschneidet, wenn etwas faulig ist, der es herausholt. Und ein Bild vom Weinstock eben und den Reben, die wir sind, das uns daran erinnert. Du bist nicht nur der Weinstock eben, wie man das manchmal sich vorstellt, wo die Rebe dran hochwächst. Unter dem Weinstock ist ja vor allem die große Knolle zu verstehen. Der im Boden verwurzelte Weinstock, diese Knolle, in die der Winzer mit viel Geschick und viel Kunstfertigkeit die junge Rebe meist von einer anderen Pflanze hereinpfropft und wo eben das in einer wunderbaren Symbiose zusammenwächst und den wunderbaren Wein bringt. Die alte Knolle am Boden verwurzelt, der junge Trieb, der dort hineinkommt und wunderbaren Wein gibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweigen. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Diese beiden Bilder sind sehr hilfreich, um diese Worte tiefer zu verstehen, die wir gestern am sechsten Sonntag in der Osterzeit gehört haben. Denn hier sprichst du Klartext. Hier ist es nicht mehr nur eine bildhafte Rede. Hier sind es direkte, unmittelbare Äußerungen, die mich innehalten lassen, die mich berühren und die mich sehr bewegen. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. In der Tat, Herr, ich möchte innehalten. Wie mich der Vater geliebt hat, so sagst du. Du verweist auf die innergöttliche Liebe. Du verweist auf den eigentlichen Charakter, den eigentlichen Wesenszug der Gottheit, des allmächtigen Gottes, Liebe. So wie der Vater dich geliebt hat, sagst du, so habe auch ich euch geliebt. Und ich muss beschämt fragen, wie kommt es? Wie kommt es, dass du allmächtiger, ewiger Gott mit einer Liebe, die deine ganze Wesenheit ausmacht, dass du mich allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, Mensch gewordener Gott, Heiliger Geist, der mich ergreift, dass ihr drei Personen des einen Gottes mich in dieser Weise liebt? Was habe ich dafür getan? Wie kommt es? Und ich darf betrachten, was du dann ganz am Ende des gestrigen Evangeliums gesagt hast. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt. Mir wird es bewusst, Herr. Du hast nichts davon, dass ich dich liebe, in Anführungsstrichen,
denn du brauchst meine Liebe nicht, du bist vollendet. Und doch wünschst du es, nicht für dich, sondern für mich. Für mein Heil wünschst du, dass ich dich liebe, dass ich in deiner Liebe bleibe, für mein Wohl, für mein Glück, für meine Erfüllung, dass das Leben gelingt, hier auf Erden und dereinst im Himmel. Die Erwählung geht immer von Gott aus. Du, Herr, hast mich erwählt, nicht weil es dir um dich selber geht. Du hast mich erwählt, Herr, weil es dir um mich geht. Ich tue dir nicht einen Gefallen, wenn ich bete. Du tust mir einen Gefallen, wenn ich bete. Ich tue dir keinen Gefallen, wenn ich ehrlich und gerecht bin. Du tust mir einen Gefallen, wenn ich ehrlich und gerecht bin. Herr, du hast dies konkretisiert, indem du sagst, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Die Freundschaft, wenn wir einmal einem Gedanken von Papst Benedikt dem 16. folgen können, drückt sich auf zweifache Weise aus. Erstens, zwischen Freunden gibt es keine Geheimnisse. Christus sagt uns alles, was er vom Vater hört. Er schenkt uns sein volles Vertrauen und mit dem Vertrauen auch die Erkenntnis. Er offenbart uns sein Antlitz, sein Herz. Er zeigt uns seine liebevolle Zuwendung zu uns, seine leidenschaftliche Liebe, die bis zur Tor des Kreuzes geht. Er vertraut unserem schwachen Geist, unseren schwachen Händen seiner Wahrheit an, das Geheimnis von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, das Geheimnis von Gott, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Kein Geheimnis zwischen uns, Herr, sondern du offenbarst. Hilf mir in meinem Gebet, auf dich zu schauen. Hilf mir in meinem Gebet, dich immer tiefer zu verstehen, dir näher zu kommen, denn du öffnest dein Geheimnis mir für mein Leben. Und ein zweites Element, mit dem Jesus die Freundschaft definiert, die Übereinstimmung des Willens, idem Wille, idem Nolle, das gleiche Wollen und dasselbe Nicht-Wollen. Das war schon für die Römer die Definition von Freundschaft. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Herr, du hast uns zu deinen Freunden gemacht und ich will mich fragen, welche Antwort gebe ich dir? Und ich will mich fragen, möchte auch ich immer das, was du willst? Und will ich das nicht, was du nicht willst? In dieser Übereinstimmung des Willens vollzieht sich unsere Erlösung. Freunde Jesu sein, Freunde Gottes werden. Je mehr wir Jesus lieben, je mehr wir ihn kennen, umso mehr wächst unsere wahre Freiheit, wächst die Freude darüber, erlöst zu sein. Danke, Jesus, für deine Freundschaft. Nicht ich hab dich, du hast mich erwählt. Und dazu bestimmt, dass wir uns aufmachen und Frucht bringen und dass eure Frucht bleibt, so sagst du. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.